Ich versuche mal einen anderen Charakter. Wen haben wir denn noch so? Da wird ja wohl einer bei sein. Den wir easy. Ich versuche mal den Ritter. Der Ritter war cool. Den Ritter mit dem Stachelschild auf Stufe 5. Der Ritter ist es. Stufe 5. Muss gemacht werden. I need it. Neuen Charakter. Ich hätte jetzt eigentlich mal Callkeeper nebenbei ausmachen können, ne? Okay. Rüstung. So. Was macht er denn nochmal? Also Rüstung ergibt Schaden. Angriffstempo ist nicht. Achso, und die Ernte, genau. Also Nahkampf mit Damage plus 2 Rüstung. Ja, der Schild ist einfach sehr gut. Weil wir ja auf Rüstung gehen. Deswegen Schild. So, Tempo. Achso, ich will ja erstmal hier auf Waffen gehen. Warum habe ich mir denn direkt jetzt Tempogold? Bin ich doof? Die ersten drei Wellen erstmal die Waffen sammeln. Ich bin so doof. Ich bin so doof. So doof. Aber weil wir ja vorhin schon Potato gespielt hatten, die Zeit darf man ja auch nicht vergessen. Kann ich jetzt nicht nur Potato spielen, das Schwein will auch Karten sehen. Ne, Schwein? Du willst auch ein Kartenspiel sehen, oder? Mehr Glück! Nehme ich eine Kreissäge mit? Um mich hoch zu healen? Dass ich ein bisschen defensiv habe? Ne, ganz sicher nicht. Was für Karten? Kartenspiel. Solitär. Mau Mau. Schwimm. Poker. Soll ich die Kreissäge mitnehmen? Für ein bisschen Ching Ching? Ausprobieren, oder? Skat würde ich mitmachen. Skat kann ich tatsächlich gar nicht. Ich habe nie die Regeln gelernt. Nie. Nie. Immer nur Mau-Mau und schwimmen. Und in der Schule damals Durak. Kennt man Durak noch? Oder Arschloch? Ich glaube, das heißt ja Arschloch, ne? Also Durak. Mit so Karten schlagen und so. So. Ich muss niesen. Moment. Okay. Hier werde ich tatsächlich neu würfeln. Und Crit mitnehmen. Obwohl Tempo ist auch schon nice, ne? So, jetzt nehme ich die Kreissäge mit. Und Nahhand. Und Pishti, die typischen Türken. Das kenne ich nicht. Also, ich kenne das nicht mal vom Namen her. Noch nie gehört. Ich glaube, die Kreissäge ist auch schon ganz gut. Allein, weil wir uns dann ja auch noch dadurch hochheilen durch Lifesteal. Okay. Ja, mehr Leben, ne? Soll ich mal wieder ein bisschen verrückter sein? Also auf jeden Fall hier wieder ein Schild. Soll ich auch mal so eine Blitzklinge mitnehmen?
Oder zwei Kreissägen. Dann hätten wir ein Lebensregeneration, ein Nahkampfschaden und nochmal plus eins Lebensabzug. Aber mit so einer Blitzklinge, da wären wir zum Beispiel. Also bei einer Zweierwaffe. Aber das macht. Nee. Nee, so ein Quatsch machen wir nicht. So ein Quatsch machen wir nicht. Ich könnte noch einen Hammer mitnehmen, dann geht unser Stumpf hoch. Ich nehme mal einen Hammer mit. Ein Hammerchen. Ein kleinen Hammer. Ein ganz kleinen Hammer. Oh, und noch ein Schild. Und Ernte. Damit Ernte jetzt mal hochgeht. Ach ja, nur um ein. Ach lol, ich bin so doof. Elementar brauchst du nicht. Hätte ich die Blitzklinge genommen, dann hätte ich Elementar gebraucht. So, diesmal ist das Gefahr 5, ne? Der Ritter 5. Mal gucken. Also 3 habe ich eigentlich gut geschafft. Ritter 3, easy peasy, zweiter Versuch. Ich glaube auch, die Kreissäge, die hilft. Ich glaube, die Kreissäge, ne? Die hilft. So, billiger. Dicken Hammer auf den Klotz. Und noch ein Schild. Nehmen wir noch einen Speer mit. Ein Speer. Ein Speer für ein bisschen so durchdringenden Schaden. Komm, nehmen wir mit. Was soll der Geiz? Schild und Hammer sieht schon okay aus für den Ritter. Ich weiß nicht, ob du bei Gefahr 3 dabei warst. Da hatte ich 3 Schilde und 3 Schwerter. Aber das sieht so schon. Sieht schon schmackhaft aus. Sieht flüssiger aus, was die Kills angeht, als mit dem Unternehmer und mit dem Stier. Guck mal, die rasiere ich hier alle weg. Guck mal, rasiere ich so weg. Guck mal, zack, zack, zack. Ich muss nicht mal anhalten. Ich rasiere einfach weiter. Mal zack, zack, zack. Jetzt noch ein Speer in die Hand. Easy peasy. Geht nur um 6% dann hoch, ne? Aber 6% ist besser als gar nichts, ne? Nee, geht um 12. Ja. Hab ich doch was missverstanden? Tempo wieder auf Plus machen? Warte mal. Ah ne, Angriffstempo. Nicht Schaden. Angriffstempo geht runter. So. Ja, dann würde ich sagen, guck mal, oh, wollen wir noch ein Schwert mitnehmen? Also, wir könnten hier kombinieren und das Schwert mitnehmen. Ne? Haben wir auch ein Schwert. Dann können wir nochmal kombinieren und ein Speer mitnehmen. Die Kreissäge nehmen wir mit, um die zu verbessern und das sowieso. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, ein paar verschiedene Sachen. Okay, hier. Ein Ritter, der sich nicht entscheiden kann, womit er kämpft. Ich glaube aber, so ist gut. Kann ich hier gut alles wegmachen. Ich komme an die hinteren Linien ran, durch den Speer. Das Schwert, das rasiert auch so nach vorne, zur Seite. Die Kreissäge, die hält uns hoch. Das Schild, das hält die Gegner fern. Ich glaube, das ist es. Ein Hasenritter. Ich bin flexibel. Na, natürlich. Auch ein Ritter muss sich mal weiterentwickeln. Scheiße, er ist nicht gestorben. Aber jetzt. Und ich kriege auch irgendwie nichts an Schaden so wirklich rein. Ne? Also mit meinen 34 Leben komme ich hier gut durch.
Zwei Rüstung. Zack, alles direkt wieder stärker. Ein Halbturm. Immer nehmen. Immer. Ohne Wenn und Aber. Immer nehmen. Hammer verbessern. Rüstung. Schaden. Das wird alles genommen. Wollen wir uns auch noch einen Hackeball nehmen oder was? Ein Hackeball statt ein Schild. Nee, ne? Wollen es ja nicht übertreiben, oder? Guck mal, hier, ausgetrickst. Zack. Direkt gestorben. Guck mal, ich muss da gar nicht so richtig hinterherlaufen. Hier, zack, ausgetrickst. Guck dir das an. Ist das wirklich Gefahr 5? Oder ist das der Pussy-Modus? Ich glaube, das ist der Pussy-Modus. Die können ja gar nichts. Wer hat gesagt, ich soll 6 die gleichen Waffen nehmen für einen Boonie? Einen dicken Boonie. Keiner braucht einen Boonie. Man braucht Abwechslung. Nicht immer dasselbe. Ist ja langweilig. Ein bisschen mehr Leben, das wäre schön, muss ich tatsächlich sagen. Ein bisschen mehr Leben, damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Immer noch ich. Ja, aber wo bist du jetzt, ne? Wo bist du jetzt? So, ich glaube, da das ja Free Epic ist, dass ich hier auf Leben gehe. 9 Leben. Schwert. Das ist es. Also Hammer verbessern. Pam. Das Schwert. Das hier weg. Oder nee. Ich kombiniere das Schild und nehm. Ah, nein! Ich habe die Punkte gar nicht dafür. Scheiße. Jetzt haben wir eine Runde. Eine Runde. Nur 5 Waffen. Shit. Wer braucht schon 6 Waffen? Ich spiele das mit 5 Waffen. Ich bin flexibel. Ich spiele das auch mit 5. Gar kein Problem. Wenn ich jetzt sterbe, bist du schuld. Aber ich sterbe nicht. Ich bin flexibel. Du kannst das auch mit dem Lenkrad. Ich kann das sogar mit einem Amiga-Controller. Wo einfach nur so ein Ding ist mit A, B. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur A und ich brauche B. Guck mal, ich tanze hier einfach so ein bisschen rum. Okay, ein Türmchen möchte ich aber auch haben. Siehst du, Kiste. Hier schön an meinen Türmchen rumtanzen. Alter, guck mal, wie wir sie wegschnitzeln. Und das mit nur 5 Waffen. Auf Stufe 5. Mit nur 5 Waffen. Challenge. 5 Waffen. Oh, hier geht einfach alles hoch. Mehr Leben. Mehr ausweichen. So, Schwert. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir das Schwert. Speer verbessern. Bam. Mehr Rüstung. Klatsch. Ja, den brauche ich nicht, ne? Ich habe nichts an Glück. Jetzt noch Glück drauf. Ja, gerade weggemacht, das Ding. Was soll ich mit Glück? Jetzt noch Glück drauf. Guck mal. Kaum spiele ich wieder Potato. Da kommen die Zuschauer aus ihren Löchern. Nicht wie bei Core Keeper mit Salva. Potato ist am Start. Da sind sie. Die Zuschauer. Sie lieben mich. Sie lieben mich. Sag doch mal Hallo. Fühl dich aber nicht gezwungen. Lass ein Follow da. Fühl dich aber nicht gezwungen. Aber bedenke, lässt du keinen Follow da, weine ich heute Nacht. Hart in mein Kissen rein. Warum? Weil ich es kann. Weil ich ein Sensibelchen bin. Guck mal, ich kriege einfach gar nichts an Schaden. Guck mal, und selbst wenn ich Schaden kriege, zack, wieder voll. Rückschuss, nehmen wir mit. Crit. Ich glaube, Crit wäre schon schön, ne? Ich meine, das ist lila. Nehmen wir mit. So, noch mehr Crit. Nochmal Lave.
Angriffstempo. Ein bisschen Technik haben wir. Egal, nehmen wir mit. Ja, billiger. Oh, ein besserer Speer. Nee, gar nicht ein besserer Speer. Verbessern. Epic. Einrüstung. Ah nee, die Ernte brauchen wir ja nicht. Scheiße, warum habe ich einen Kaffee genommen? Das sind ja nur 5% Angriffstempo. Egal. Egal. Nahkampf nehmen wir auch mit. Egal. Ja, wieder schön am Türmchen rumtanzen. So muss das sein. Schwein, was sagst du? Komm mal, easy. Easy. Kreissäge verkaufen will ich eigentlich gar nicht. Ich meine, die Kreissäge macht dann sicher auch gut Schaden, ne? Ist am schwächsten. Ist halt auch nur eine Kreissäge, ne? Aber trotzdem, sie halt uns hoch. Fühl mich immer noch nicht unbesiegbar. Mit meinen 59 Leben. Aber ich kann hier schon rumrennen. Das mache ich hier easy. Guck mal, zack, 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 zack. Einfach aufgeräumt. Guck mal, jetzt sammle ich die Gegner rechts, ne? Und jetzt einmal rein hier. Bam, 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 bam. Alle weg. Guck mal, zack. Ich brauche hier nur... Ich brauche hier gar nichts tun eigentlich. So, mehr Leben. Lebensabzug. Mehr Leben. So, billiger. Speer verbessern. Nahkampf. Nochmal ein Speer. Oh, nochmal ein Dingsengedöns auf jeden Fall. Also den sperre ich mir erstmal. Für den Fall, das Schwert. Also eine Waffe ist immer so eine Auswechselwaffe, ne? Wenn wir die nicht verbessern kriegen, dann nehme ich halt noch ein Speer. Man muss flexibel sein. Flexibel. Hier oben, Doppelturm. Ja. Guck mal, ich bleibe jetzt hier einfach stumpf stehen. Ist mir scheißegal. Auf Stufe, auf Gefahr 5 bleibe ich einfach stehen. Sollen sie kommen? Sollen sie kommen? Hab gerade nicht zugehört. Was habe ich denn gesagt? Ich habe so vieles gesagt. Guck mal, selbst wenn ich getroffen werde, zack, wieder voll. Guck mal, ich kann ja wirklich stumpf einfach stehen bleiben, ne? Okay, wir wollen aber auch die Sachen einsammeln, ne? Und die Bäumchen hier. Da eine Kiste. Ist hier noch ein Baum? Nee. Dann stelle ich mich hier oben wieder hin. Bababam. Aber wir müssen ja auch mal hier ein paar Gegner abholen. Zack, doppelt hier. Nehmen wir mit. Ein bisschen ausweichen. Ausweichen verdoppeln, ne? Das war einfach, ja. So, Speer. Ne, was habe ich gesagt? Schwert weg. Dafür kommt der Speer. Und ein Türmchen. Nehmen wir mit. Angriffstempo, wenn du dich nicht bewegst. Ah ne, das sind ja nur 50%. Dann lieber Einrüstung. Mehr Gegner bei Gefahr 5. Traue ich mich nicht. Stromgenerator nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Einrüstung nehmen wir mit. Nahkampf nehmen wir mit. Also wir, hiervon kaufen wir alles. Zack, zack. Das ist mein anderer Turm da. Guck mal, jetzt kann ich wieder hier rumtanzen und wird von beiden geheilt dann. Also ich habe ein gutes Gefühl, dass ich diese Runde schaffen werde. Hier, die Pimmels müssen auf jeden Fall hier weg. Die sind ja mal richtig übel nervig. Hier, Pimmel, Pimmel weg. Schön den Pimmel fokussieren. Selbst wenn ich ein bisschen Schaden reinkrieg, kein Thema.
Kein Thema. Und gleich zack, tot. Und dann huch. Woran bin ich denn jetzt gestorben? Schon einfach, ne? Schon einfach. Too easy. Explosionsschaden brauchen wir nicht. Mean for free. Nehmen wir mit. Reichweite. Weil ich so wenig Minusreichweite habe und das so viel gerade ist, würde ich sagen, ja, schlagen wir mehr. Weiter. So, Stromgenerator. Drei Rüstung bedeutet aber auch 6 Nahkampf weniger, ne? Aber können wir vielleicht hiermit wieder ausgleichen. Aber 25% sind schon nice, ne? So, Horde kommt. Jetzt wird gesemmelt und geremmelt. Kommt her, ich bin bereit. Ich laufe wieder im Kreis, damit ich von beiden geheilt werde. Mau, mau. Schweinchen. Oh, hier waren ja mit den ganzen Kugeln, die rumflogen, ne? Hier bin ich auch vorhin gestorben. Weil das einfach too much war. Und jetzt too easy. Guck mal. Einfach weg. Ich werd einfach weggerollt. Auch wenn ich ein bisschen auf die Fresse kriege. Gar kein Problem. Ich hau die ebenfalls. Guck mal, ich laufe nur im Kreis. Nur so im Kreis. Andere benutzen die ganze Map und laufen die ganze Map im Kreis. Ich laufe nur das kleine Stückchen hier. Easy. Easy. Nehmen wir. Tempo. So. Das nehmen wir auch. Okay, das, das und das. Soll ich eine Schere mitnehmen? Hier nochmal ein Rüstung, aber zwei Tempo, aber egal. Rückstoß. Fernkampf. Warum habe ich so viel Fernkampf überhaupt? Verstehe ich nicht. Soll mal einer verstehen. Ich verstehe es nicht. Ja! Wo sind meine beiden Heiltürme? Da. Also, unser Gebiet ist jetzt wieder hier. Jetzt laufen wir wieder hier im Kreis. Damit ich immer oben und unten geheilt werde. Einfach im Kreis laufen. 8 Schaden reingekriegt. Gar kein Problem. Also wenn jemand eine Taktik braucht, kauf dir was du willst, dann geht das schon. Man muss flexibel sein. Das ist die Kunst bei dem Spiel. Flexibilität. Sind hier noch irgendwelche Bäume für Items? Da unten ist ein Bäumchen. Guck mal, too easy. Das ist Gefahr 5. Ich lache der Gefahr ins Gesicht. Ey, ich nehme die 12%. So, ein Rüstung, ein dies, ein das. Kreissäge verbessern. Zack, ist the epic. 2 Rüstung, zack. Aufpassen, Hochmut kommt vor dem Fall. So, wo sind meine beiden Türme? Wir befinden uns jetzt also wieder hier. Das ist jetzt unser Kreis. Immer so nach unten und hier wieder nach oben. Dann wieder hier nach unten und dann wieder so nach oben. Ich könnte auch hin und her laufen. Ich muss ja nicht im Kreis laufen. Aber im Kreis, schön geschmeidig. Schön geschmeidig im Kreis. Deswegen ist ja auch der Planet ein Kreis. Deswegen ist die Sonne ein Kreis. Weil Kreise sind cool. Man muss immer schön im Kreis sein. Deswegen fängt auch die Zahl... da ist ein Item, Typi. Die Zahl 0 im Zahlensystem an mit einem Kreis. Es hätte ja auch mit einem Strich anfangen können.
Es fing mit einem Kreis an. Kreise sind cool. Guck mal, was für Hochmut. Alles weggerockt. Brauchen wir nicht. Ich würfel mal. Wir nehmen Damage. Was ist das? Was ist das denn? 100% Chance, ein Material sofort anzuziehen. Alter, das habe ich ja noch nie gehabt. Was ist das denn? Ein Sith-Relikt. Ich kann es nicht mal aussprechen, so geil ist das. Was ist das denn? Aber 12%, egal. Und weißt du was? Dann nehme ich auch noch, weil wir so viele Sachen haben. Bam. Mitgenommen. Egal, was wir jetzt töten. Ja, pam. Komm her, ja. Direkt eingesnackt. Weißt du was? Den Eliten, den werde ich jetzt richtig auseinandernehmen. Komm her, ja. Nimm dich auseinander. Komm her. Ein bisschen ausweichen, muss drinne sein. Die Türme stehen gut nebeneinander, das finde ich schon mal gut. Ja, zack, 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 zack. Komm her, komm her. Bäh, macht er. Ich mache auch bäh, zurück. Kriegen wir einen Dode? Wahrscheinlich, oder? Komm hier, bam. Friss mein Speer. Ein kleines Schwertchen. In your ass. Komm her, komm her. Ich mach dich fertig. Du bist kein Gegner für mich. Man hat mir Hochmut angeschuldigt. Ah nein, komm, mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Oh, hab ich ihn noch geschafft? Nein, schade. Mann! Woran hat gelegen? Fragt man sich am Ende. Woran hat er gelegen? So, wir nehmen Tempo zurück. So, jetzt verbessern wir Dead. Nahkampf. Number. Hier so eine geile Fackel. Und elementar haben wir null. Deswegen lohnt sich doch gar nicht. So, Welle 18. Nicht mehr weit weg von Welle 20. Schade, dass ich den nicht geschafft habe, ne? Da machst du nichts. So, da ist mein Türmchen und da ist mein Türmchen. Laufen wir wieder im Kreis. Weil was haben wir gelernt? Im Kreis laufen ist geil. Was rede ich hier eigentlich für einen Stoß? Aber ist egal. Item-Typi, komm her. Zack. Vernichtet. Guck mal, hätte man gedacht, dass ich das schaffe? Mit einem Speer, mit einem Hammer, mit einem Schild, mit einem Schwert und mit einer Kreissäge? Hättest du heute Morgen, als du aufgestanden bist, daran gedacht, dass ich das schaffe? Easy. 20 Glück, jetzt zum Schluss nochmal. Nee, brauchen wir nicht. 10 Crit. Die nimmer. Und ein Crit wieder weg. Also hier, das nehmen wir. Für eine Welle nochmal versuchen, doppelt Materialien zu kriegen. Ah, lohnt sich nicht, ne? Grenze 20? Wer hat denn bitte 20 von diesen Dingern? Also das Höchste, was ich hatte, waren 3. Wer sammelt denn 20 Stück von denen? 12 Schaden. Brand wird schnitten. Na, noch ein Heilungsgeschütz. Guck mal. Ach, jetzt kommen die Bäume. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Brauche ich das? Also gleich beim Boss habe ich ein Heilungsgeschütz. Noch eins. Guck mal, jetzt ist unser Kreis hier unten. Also ich hätte ja nie gedacht, dass der Ritter so easy ist. Aber wie viel Rüstung habe ich denn? Und dabei habe ich nicht mal viel Rüstung. 21 nur. Weil ich bin kaum auf Rüstung gegangen, wenn man mal ehrlich ist. Deswegen habe ich auch den Eliten gerade nicht geschafft. Weil mir da der Damage fehlte. Weil auf Stufe 3 hatte ich den Ritter, da hatte ich 30 Rüstung oder so. Definitiv mehr. Mehr.
Und jetzt? Uiuiui. Ein bisschen Schaden. Kommt rein. Machst du nichts. Aber kein Problem. Hab genug. Hab genug. Hab genug. Brauchen wir nicht. Nahkampfschaden. Nehmen wir mit. So, Heilungsgeschütz. Sammelreichweite brauchen wir gar nicht mehr. Glück brauchen wir auch nicht. Augen rumschießen. Why not? Hier, ein Tempo. 5 Leben. Nö. Aber die Augen kann man mitnehmen. Ja, leider haben wir waffentechnisch nur 3 Epic und 3 einzig. Oh, nicht. Ja, das war's, wa? Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Hätte ich jetzt 200. Weißt du was? Ich nehme hier noch so einen Affen mit. Baba, 2 Bosse. Schaffe ich die? Wahrscheinlich nicht, ne? Soll ich auf Abhauen gehen oder soll ich versuchen, die zu clearen? 2 Bosse, Gefahr 5. Kein Problem. Für den Ritterhasen. Ritterhase erledigt hier. Beide auf einmal. Gleichzeitig. Zack, zack geht's hier. Jetzt dreht der eine durch. Aber kein Problem. Für den Ritterhasen. Ritterhase macht das hier. Wo sind meine Türme? Da unten ist eins. Da rechts sind oben und... Mach sie beide weg. Und wenn nicht, kein Problem. Wenn nicht, kein Problem. Einfach ausweichen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Jetzt kriegt er richtig aufs Maul. Aua, ich wurde getroffen. Hilfe, melde dich. Aua, shit, shit. Nein, nicht sterben. Heilen, heilen, heilen. Ui, ui, ui. Oh, oh, oh. Ui, 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 ui. Nicht heilen. Doch heilen. Nicht sterben. Okay, wir schaffen die Bosse vielleicht auch nicht. Ich habe einfach kein Damage. Wo sind die Damage-Schalen? Wo sind sie? Please don't sterben! Wo ist mein Hochmut? Mutti! Heil mich! Ha! Türmchen! 3, 4, 2, 1! Mit 3 Schilden hörst du mehr. Wie tief war ich mit meinem Leben? Also das sah so knapp aus. Wie tief war ich mit meinem Leben? Easy geschafft! Easy. Zum Schluss hat es aber ordentlich noch mal gescheppert. 20 oder so. Ah, da war ja noch Luft! Da war ja noch genug Luft!